Ja, moin, liebe Freunde der brenzlichen Situation. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Ankh-3-Kampf der Götter. Achso, jetzt kann ich gerade nur als Tara spielen, okay. Alles klar. Wie mir scheint. Guck mal, hier noch ein Bügelbrett. Ein fast neues Bügelbrett. Ach, das kann sie mitnehmen, okay. Zu wackelig. Ich müsste es noch etwas stabilisieren. Stabilisieren müsste sie es, okay. Aber ich glaube, dafür ist es gar nicht mal vorgesehen. Wir müssen die Statue nämlich erstmal... Genau, die Statue hier. Ein Stück ist schon abgebrochen und dadurch ist er etwas wackelig geworden. Mit so großem Gerät sollte ich hier draußen lieber nicht... Ein Stück ist schon abgebrochen und dadurch ist er etwas wackelig geworden. Das wird nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren, sagt sie. Na gut. Wir wechseln mal zu Asiel. Das gemeinsame Glück war nur von kurzer Dauer. Ja. Ein Original-Fan-Handschuh der Nilkrokodile. Ein Handschuh brauche ich dafür nicht. Ach so, ich habe mich gerade gewundert. Ja, ich habe kurz mal rausgetappt, weil ich kurz mal die das Audio vom vorherigen Part überprüfen wollte. Ein Handschuh brauche ich dafür nicht. Gut, Walla, wenn du das sagst, glaube ich dir das. Tja, was hat denn Asiel noch, was wir zur Stabilisierung nutzen können? Badeöl wohl kaum. Kalkreiniger? Ich weiß ja nicht. Verdammt, das wollte ich gar nicht. Vielleicht haben wir noch etwas anderes, was ich bisher noch nicht gesehen habe. Das Blöde ist halt nur, sie schwimmt nur von da nach da und wieder zurück. Also von hier... Ah, blöd. Schauen wir doch mal. Das sieht nicht gut aus. Nee. Das scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren, sagt sie. Na gut. Was ist, wenn Asiel das Bügelbrett braucht? Hier, bitte. Gucken wir mal. Okay. Surfbrett. Ernsthaft? Juhu! Ja, ist klar. Er surft einfach mal im Badezimmer. Jawohl. Kann man mal machen. Alles klar. Ein Stück ist schon abgebrochen und dadurch ist er etwas wackelig geworden. Ja, ich glaube, dafür brauchen wir den Kalkreiniger. Hier kann das sein? Der Kalklöser gut. Ja, hervorragend. Das ist Pulver zum Entfernen von Kalk. Starkes Pulver. Badeöl. Ich sollte es vorher noch präparieren. Ja, wahrscheinlich mit dem Pulver, ne? Eine chemische Reaktion. Vorsicht da unten. Uiuiuiui. Das ist Pulver zum Entfernen von Kalk. Starkes Pulver. Starkes Pulver. Ja, wir sollen da wohl runter, ja? Stachelranke. Die piekst doch gar nicht. Aber leider auch extrem dornig. Hm. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nee, irgendwie glaube ich das auch nicht. Hat Tara noch irgendwas, was wir dafür nehmen können? Es könnte sein, da ja Asiel jetzt auf dem Balkon ist, dass wir das Surfbrett brauchen, damit sie da rüberkommt, oder was? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Statt einfach mal das Feuer zu löschen. Nein, die machen lieber sonst was. Ah ja, gut. Spiellogik halt, ne? Hier, bitte. Ich will nämlich mal gucken, ob man mit dem Surfbrett sich da so eine Art Brücke bauen kann. Juhu! Oh
Okay, das Surfbrett ist für beide. Ist aber nicht zum Stabilisieren gedacht. Alles klar. Also es ist wirklich nur dafür da, damit die beiden über das Wasser kommen. Alles klar. Juhu. Na gut. Aber wo wir gerade mal hier sind, die müsste es doch noch... Nee, kann sie nicht. Schade. Ich hätte gedacht, sie könnte hier noch etwas weitergehen. Nee, kann sie nicht. Schade, dass wir vielleicht noch was vom Regal hätten nehmen können. Aber so wie es aussieht, geht das nicht. Völlig intakte Skulptur, ja. Sehr modisch, aber leider auch extrem dornig. Ein Original-Fan-Handschuh der Nilkrokodile. Das ist Pulver zum Entfernen von Kalk. Sag nicht sowas. Ein Handschuh brauche ich dafür nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren, okay. Asir hat gerade nichts bei sich. Unser schönes Haus. Das Bad ist voller Wasser. Schwimmen vielleicht? Sehr witzig. Erstens kann ich nicht schwimmen und zweitens hasse ich Wasser. Darüber solltest du langsam hinweg sein. Ich war auch mit dir in diesem Wasser damals. Und ich habe es prima verarbeitet. Anscheinend musstest du ja auch keine Luft holen. Und das Krokodil war auch nicht scharf auf dich. Jungs. Ja? Ja? Die Zeit drängt. Vor allem Jungs, ja, ja. Schön. Tja. Kann sie denn darüber latschen? Nee, kann sie nicht. Warum auch immer. Runtergehen kann sie auch nicht. Tja. Vielleicht die andere Seite? Nee. Du kannst ja mal das Surfbrett mal wieder an Asir geben. Irgendwas scheine ich ja vergessen zu haben. Das Brett kann ich nicht auswählen, ne? Ne. Da kommt er auch so nicht hin. Irgendwas haben wir übersehen. Juhu! Ja, es geht wie gesagt nur die beiden Richtungen. Ich weiß auch nicht, wieso das Fliegengitter schon dafür genutzt wurde. Keine Ahnung. Das kann ich euch nicht sagen. Beim besten Willen nicht. Hier irgendwas übersehen? Das scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren. Irgendwie eine Schere oder sowas? Irgendwie müssen die Dornen ja wegkommen. Oder denke ich da gerade ein bisschen zu kompliziert? Nach wie vor nicht zu öffnen, das Ding. Nee. Hier hinten haben wir auch nichts zum Interagieren. Okay, also das wird auch nichts. Die wird heute nicht gebraucht. Feuer haben wir genug. Ja, das wissen wir. Feuer haben wir genug. Vielleicht kann er ja so dahin gehen. Das ist zwar... absolute Unlogik, aber... Die Flammen versperren unseren Fluchtweg. Ja. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung. Juhu! Ja, wir sehen jetzt zum Zig fast mal, wie er von einem Ufer zum anderen fährt, hätte ich jetzt gesagt. Aber es hilft mir nicht. Da geht's ganz schön tief hinunter. Ein Original-Fan-Handschuh der Nilkrokodile. Hier, bitte. Der Fan-Handschuh ist mir hier keine Hilfe. Keine Hilfe. Okay. Das ist Pulver zum Entfernen. Der Fan-Handschuh ist mir hier keine Hilfe. Keine Hilfe.
Ah! Aus dem Weg, du Dornengestrüpp! Geht doch. Ui. Scheint ziemlich windig zu sein da oben. Kein Wunder, das Haus ist ja auch ziemlich hoch. So. Rollladen. Alleine mache ich das nicht. Okay, also Tara muss da mit hin. Dann komm mal her, Tara. Hilf mal deinem Mann, Asil. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass es Knack sagt. Aber nee, es hält. Es hält. So, beide zusammen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Puh, alles voller Rauch. Wieso zieht er denn nicht ab? Erinnerst du dich an das Nest mit den kleinen Küken? Ach, das auf unserem Schornstein? Ja, wo sonst? Okay, wir scheinen jetzt in der Küche zu sein. Nimm Stuhl, ja. Nee, ist klar. Nimm Kurbel. Ah, eine hier ist die Kurbel. Kurbel zum Kurbeln. Kurbeln. Ja, was soll eine Kurbel sonst machen? Unser Küchenstuhl. Ja, er steckt sich einfach den ganzen Stuhl in die Tasche. Eine Handvoll Mehl. Ja, schön. Eine Handvoll Mehl. Ah, geil. Nimm dir einfach mal den ganzen Stuhl, steck ihn in die Tasche, ist gar kein Problem. Passt schon. Ich habe den Ofen aufgemacht. Ich habe diese Ente aufgehoben. Ah, schön. Spiel? Das hat gerade ein bisschen gehakt. Tja, ich schätze, wir müssen erstmal zurück. Das gemeinsame Glück war nur von kurzer Dauer. Aber hier können wir sonst nicht sehr viel machen, wenn ich ehrlich bin. Wir können einen Mehlsack nehmen, ja. Können wir immer noch, obwohl wir Mehl haben. Ich bin kein guter Koch. Hier, bitte. Hier, bitte. Vielleicht kann ja Tara was damit anfangen. So hilft mir das Mehl nicht weiter. Okay. Hier zieht der Rauch ab, normalerweise. Hui. Wieder auf dem Schornstein gelandet. Okay. Alles klar, wir müssen also anderweitig vorgehen. Nein, das heißt ein Glas voll Dreck. Ein Glas voll Dreck. Und rat mal, was da drin ist. Na, welcher Film? Bisschen bestimmt. Und Knack. Immer noch nicht. Die ganze Zeit, wenn er schon so komisch knirscht. Ich warte immer darauf, dass es Knack sagt. So, das Surfbrett hat er ja noch. Juhu! Was ein Luxus. Er surft einfach mal in seinem eigenen Badezimmer. Hat auch nicht jeder. So. Okay, wir haben also eine Kurbel. Die müssen wir hier reintun. Wie das schon betont wird, ohne Kurbel. Eingefahren. Ah. Was hat das jetzt für eine Auswirkung? Hilft bei starkem Sonnenschein. Ausgefahren. Ich frage mich jetzt nur halt, was das für Auswirkungen hat. Hilft bei starkem Sonnenschein. Eingefahren. Den Hocker sollte ich anderweitig verwenden. Ja, das ist schön, dass du mir das so mitteilst. Vielleicht hiermit? Hier steht er genau richtig. Und nun? Ach, er baut sich damit eine Leiter. Ah, okay. Und Knack. Nee, doch nicht. Ah, ich glaube, ich ahne, worauf das hinausläuft. Asir muss da wahrscheinlich stehen bleiben und sich bereithalten, während sie da eben halt
mit dem Mehl am Feuer rumhantiert, was übrigens überhaupt keine gute Idee ist. Normalerweise. Jo. Gefangen. Wunderbar. Damit dürfte der Rauch jetzt auch abziehen können. Genau, wunderbar. Ah. Eine Handvoll Mehl. Alter, ist der Kessel riesig. Mais. Kornmühle. Reste des Abendessens. Tachte Feuer. Taras Haustier. Oh, und Haustiere haben sie auch noch. Holzlöffel. Ein Löffel aus Holz. Kriegt Assir erstmal einen auf die Löffel. Ha! Ha! Ja. Oh, was haben wir denn hier? Das sieht nach einer Melone aus. Eine schöne, runde, schwere Melone. Betonung liegt vor allen Dingen auf schwer, ganz wichtig. Küchenstuhl. Küchenutensilien. Alles, was eine Küche braucht, aber nichts, was uns jetzt hilft. Naja, immerhin eine voll ausgestattete Küche. Ist doch schon mal was. Der Krug mit dem vielen Mais ist noch zu schwer. Ist noch zu schwer, okay. Ein tolles Haustier. Ja. Das kein Pieps von sich gibt. Hallo, Schlange. Ui, alles klar, deswegen gibt es kein Pieps von sich. Nett. Oh, in die Flammen rein. Hast du das gesehen? Ja, mein armes Haustier. Ich befürchte sogar, sie hat es überlebt. Gar keine dumme Idee. So könnten wir entkommen. Na klar, nur dass das Selbstmord wäre. Da warte ich lieber auf die Feuerwehr. Ich glaube, da können wir lange warten. Also? Immerhin ist der Weg schon mal frei. Und wir kommen an das Holz. Frisches Feuerholz vom Bazar von Kairo. Frisches Feuerholz vor allen Dingen, ganz wichtig. So hilft mir das Mehl nicht weiter. So hilft mir das Mehl nicht weiter. Hier gibt's nichts zu löffeln. Ja, man löffelt sich seine Suppe selbst aus, ne? Oder wie war das? So, Assir ist ja oben auf dem Dach, genau. Da war ja vorher Tara. Ganz am Anfang. Da ist die Wasserpfeife. Die haben wir von Taras Vater. Ja, das dachte ich mir. Cocktailgläser. Ach ja, das war richtig nett gestern Abend. Ja, sehr schön. Gibt's hier nichts zu holen? Erstaunt mich gerade ein wenig. Ich hätte gedacht, hier würde es was zu holen sieht geben. Sieht sehr einladend aus. Ja, das glaube ich, dass es einladend aussieht. Wäscheleine. Die eine Wäscheleine. Geil, eine Wäscheleine. Das wichtigste Utensil für meine legendären Grillpartys. Mhm. Sonst nichts? Ach, guck mal, dann können wir da über die Dachöffnung wieder runter. Sehr elegant. Gut, dann können wir ja mal zu Tara stoßen, wa? Würde ich fast sagen. Also bisher können wir sehr zufrieden sein mit dem Fortschritt. Juhu! Ich surfe da quasi wieder zurück, weil ich denke mal, hier oben sind wir erstmal fertig. Sagt er und dann muss er nochmal den ganzen Weg zurück. Das kann passieren. Nee, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. So, dann gehen wir mal hier. Na, gehen wir mal hier runter. Alles klar. So, dann hier rein in die Küche. Genau. Was haben wir denn hier? Vogelnest. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Vielleicht mit dem Vorratskrug? Hier hilft mir die Wäscheleine nicht weiter. Hilft ihr hier nicht weiter, okay. Das wird nicht funktionieren. Also das wäre echt ein bisschen brutal. Nicht gut für das Vogelnest. Nee, nicht wirklich. Der Krug mit dem vielen Mais ist noch zu schwer. Aber wie machen wir ihn leer? Der Krug mit dem vielen Mais ist noch zu schwer. Ja, ich sag ja, wie machen wir den dann leer? Das scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren. Hm.
Tara, gib mal deine Sachen hier, bitte an Asiel. Hier, bitte. Hier, bitte. Dann gucken wir gleich mal. Ich werde jetzt erstmal den Part beenden. Liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei ein gewesen seid. Ein Ding habe ich da gebaut. Hat er jetzt gerade Bratfuge mit abgebundenen Hals. Nett. Ich hoffe, das es hat euch bis hierhin gefallen. Weiter. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, so wenn wir uns... scheint mir der Löffel nicht weiterzuhelfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von Ankh 3 Kampf der Götter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir es gucken werdet. Und sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss und vor allem bleibt mir gewogen. Bleibt oder werdet gesund. Und bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann.